Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 13. Juni 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Das war auch eine Hochkultur. Sie haben im Einklang gelebt mit Natur und im Einklang von kosmischen Einflüssen. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, möchte ich diesen Kalender näher bringen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen bedeutet Schwingungen, Töne, Frequenzen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Das könnt ihr so vorstellen wie bei unserem Kalender die 7 Tage Woche. Wir befinden uns gerade in 15. Welle. Das hat am 11. Juni 2019 begonnen und dauert bis 23. Juni 2019. In diesen Tagen herrscht Akbal. Akbal bedeutet übersetzt Nacht und damit ist gemeint unserem Unbewussten. Es ist eine Nacht, unsere Träume sind intensiv. Es ist auch wichtig, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, unseren Träume, unseren Vorstellungen zum Leben. Auch die Rückzug, eine Verbindung zu unserem Inneren, zu unserer Intuition. Also die Blick nach innen, das sind die Erneuerungsprozesse und gleichzeitig auch die Heilung. Und wenn wir das verinnerlichen können und haben wir eine Vision, einen Traum, was wir erreichen wollen, dann können wir das gerade aktivieren und das befreit uns auch. Und diese Zeit ist eine gute Zeit, das zu verinnerlichen, weil das schenkt uns in unserem Leben eine gewisse Klarheit und Orientierung, weil da haben wir eine Vorstellung davon, was wir überhaupt erreichen wollen. Und dann können wir das mal verinnerlichen und das bestimmen, wie das weitergehen soll. Und diese Welle bedeutet erstmal das Verinnerlichen und das ist eine Art Übergangsphase und genau das, was wir erleben. Akbal ist der Hüter der Übergänge und hütet die Morgen- oder die Abenddämmerung. Und das ist die Zeit, die Träume zum Leben, die Träume vertraut zu sein, das Verinnerlichen. Wir befinden uns im dritten Tag dieser Welle. Und diese Zahl 3 spielt auch eine Rolle. Und so haben die Mayas das gezeichnet. Und das bedeutet diese Zahl 3, Bewegung, Verbindung. Und durch diese Verbindung, Vereinbarung entsteht etwas Neues. Und das kann auch dazu führen, dass uns befreit von etwas und kommt etwas Neues auf unserem Leben. Und diese Befreiung, diese Vereinigung, diese etwas Neues entsteht dadurch, ist auch wichtig, das Vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens, weil das kommt gerade in Bewegung. Die heutige Tagesenergie ist Chikchan, das ist das Symbol dafür. Chikchan ist eine Drachenenergie und das symbolisiert auch die Kundalini-Energie. Und das haben wir auch in unserem Körper. Und von dieser Schlange gibt es 2 Schlangen. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten und blockiert uns. Warum? Weil das ist mit Gefühlen verbunden, wie Angst, Zweifel, Wut oder Schuldgefühl.
Und davon sollen wir uns befreien und übergehen auf den zweiten Schlangenenergie, was die Energie nach oben bringt, befreit uns, befreit wie Phönix aus der Asche, steigt auch alles nach oben. Und das sind die Erneuerungsprozesse, auch in unseren Emotionen. Das wirkt auch natürlich auf unseren Körper. Chikchan bedeutet die Vitalität, auch Sexualität, diese Körperweisheit, unserem Instinkt, die Erneuerungsprozesse. Häutung könnte man auch sagen, das sind die Erneuerungen und steht in Verbindung zum Kundalini-Energie. In unserem Körper, also medizinisch gesehen, steht Chikchan zu unserem Nervensystem und unserem Wirbelsäule. Als Krafttier gilt die Schlange oder Drache. Und das war dieser Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.